Bitte so, so ist gut. So. Gut. So, fein, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz. Danke fürs Erscheinen. Ich begrüße auch die Fraktionssprecherin und den Kollegen Hannes Zingerle. Die anderen Kollegen sind entschuldigt. Es geht heute um Lebensmitteltafeln. Wir erinnern uns ja an diesen größeren Vorfall, jedenfalls in den Medien war er stark vertreten, als in der Messe Bozen diese Müllkübel fotografiert wurden mit Speisen drinnen, mit Broten drinnen, die verpackt waren, eben aber nicht verkauft wurden. Und das hat doch etwas Aufruhr gemacht in unserem Land. Und mich hat es dann einfach veranlasst, mal nachzufragen, wie viele Lebensmitteltafeln in Südtirol gibt, weil dort könnte man ja Speisen, die man nicht verkauft, aber die noch gut sind, weitergeben. Und diese geben es ja dann an Bedürftige in unserem Land wiederum weiter. Und ich finde diese Initiativen der Lebensmitteltafeln sehr gut und möchte gleich am Anfang diesen ehrenamtlichen Organisationen wirklich danken und auch meine Hochachtung ausdrücken, weil sie tun in doppelter Hinsicht Gutes, eben weil sie eben Speisen vor Müll bewahren und weil sie eben Bedürftigkeit in unserem Land unterstützen. Und das gehört gleich am Anfang einmal unterstrichen und auch gelobt. So, und nun ist diese Antwort eingetroffen von Seiten des Landes, die Sie auch in den Unterlagen sehen. Und die Antwort ist sehr spärlich, muss ich sagen. Also ich kann Ihnen nicht viele Zahlen geben, aber das zeigt auch irgendwie, dass wir diese Organisationen vielleicht oder diesen Organisationen noch zu wenig Wertschätzung von öffentlicher Hand geben. Und wenn man sich die Zahlen oder die Informationen nun ansieht, so sieht man, dass im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Vereine nur zwei Organisationen festgeschrieben sind. Und das ist einmal die Pseira Lebensmitteltafel und dann die Associazione Caritativa Santo Stefano mit Sitz in Bozen. Erwähnt werden auch noch die Tafel, die Schlanderser Tafel wird noch erwähnt und eine Tafel im Meran, City Cibo, mit Sitz eben in Meran. Mehr kann man an Organisationen, die es im Land gibt, eigentlich nicht nennen. Danach stellt sich auch die Frage, wie viel wurden in den vergangenen Jahren Tonnen an Lebensmitteln gesammelt und weitergegeben. Und auch hier sagt man, liegen keine genaueren Informationen vor. Man kann diese Frage somit auch nicht beantworten. Und ja, man weiß einfach nicht, wie gut diese Organisationen im Land arbeiten. Was heißt das? Das heißt für mich zwei Dinge. Wir machen ja schon sehr viele Erhebungen, sei es in der Kultur, sei es im Sport, sei es in der Wirtschaft und so weiter. Und diesen Bereich haben wir eigentlich außen vor, wobei ja die Zahlen sehr interessant wären. Ich habe zum Beispiel, hat mich unser Gemeinderat und Geschäftsführer Simon Auer darauf aufmerksam gemacht. Es gibt auch eine Tafel im Raum Brunnig, die sogenannte Leo. Auch das haben Sie in den Unterlagen, die zum Beispiel in der Antwort des Landes nicht sind. Und die sind sehr, sehr gut strukturiert, habe ich gesehen. Und dort sieht man zum Beispiel, haben Sie aufgelistet, wie viel Sie im Jahr an Lebensmitteln verteilen. Und wenn man sich die Zahlen jetzt zum Beispiel durchliest, ich habe es ja auch im Pressepapier extra wiedergegeben, so geben Sie zum Beispiel diese Organisation in Brunnig 6.000 Packungen Nudeln, 5.000 Flaschen Tomatensauce, 3.000 Kilogramm Zucker, 18.000 Eier, 2.000 Kilogramm Reis, 3.000 Liter Öl, 5.000 Kilogramm Polenta und Mehl und 7.000 Gläser Marmeladen und so weiter. Also eine riesige Zahl, wenn man denkt, von einer Organisation im Pustertal. Und hier wäre es schon interessant, nun zu wissen, ja, wie viel dann die Pseira-Tafel, wie viel die Schlanderser-Tafel, wie viel die Organisation in Bozen und in Meran. Weil ich glaube, die Zahlen, also mich hat das imponiert, diese Zahlen
von Bruneck, die Zahlen würden uns alle sensibilisieren und zwei Sachen zeigen. Erstens würden wir einmal verstehen lernen, wie viel gute Speisen fast weggeworfen werden, dass das eben nicht passieren soll. Aber auf der anderen Seite würde es uns auch zeigen, wie viel Bedürftigkeit im Land herrscht. Und auch hier bei der Homepage von Leo, das können Sie dann auch in Ruhe auf der Homepage dieser Organisation nachlesen. Da geht es sehr geordnet her, muss ich sagen. Sie sind gut strukturiert in den Dörfern. Es gibt Jahresbewilligungen von bedürftigen Menschen, die eben hingehen können, einmal wöchentlich etwas holen. Es wird sehr genau kontrolliert. Nach einem Jahr kann man auch wieder ansuchen und so weiter. Und Sie schreiben auch die Geschäfte, nennen Sie zum Beispiel alle, die eben helfen. Also so wie wir es hier bei dieser Organisation sehen, so wären diese Daten landesweit einfach sehr interessant, weil ich glaube, die Zahlen würden uns alle überraschen und zum Nachdenken bringen. Und überhaupt das Thema Nahrungsmittel und auch Verschwendung von Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittel im Müll und so weiter, hat auch die letzte in dieser Legislatur, des Öfteren wurde sie auch im Landtag diskutiert, wo ja alle parteiübergreifend einer Meinung sind, dass das ein Phänomen ist in unserer Wohlstandsgesellschaft, das leider ein bisschen große Überhand nimmt, dem man entgegenwirken soll. Und deshalb wollten wir erfahren, wie es mit diesen Tafeln aussieht. Was kann man jetzt tun? Für mich stellt sich eine Frage. Wäre es notwendig, eine Dachorganisation zu machen für diese Tafeln? Beispielsweise, es gibt ja im Sport Dachorganisationen, in der Kultur, bei den Feuerwehren und so weiter. Wäre das hilfreich, ja oder nein? Das soll aber keine Verbürokratisierung sein. Das sollte, wenn etwas sein, wo sich diese Tafeln zusammenschließen, wo sie Erfahrungen austauschen, wo neue Tafeln, die sich vielleicht gründen wollen, Informationen bekommen. Und wenn das aber nicht gewünscht wird, von den Tafeln, das soll ja freistehen, nicht, wenn das nicht gewünscht wird, so wäre mir zumindest recht, und hier werden wir einen Beschlussantrag in diese Richtung bringen, dass das ASTAT eine Erhebung macht, über wie viele Tafeln es zumindest in Südtirol gibt und wie viele Lebensmittel sie sammeln und dann weitergehen, weil ich glaube einfach, dass die Zahlen auf den Tisch sollen, insofern, weil sie dann alle Mitbürger zum Nachdenken und auch zum positiven Handeln gegenüber Lebensmitteln leiten, dass sie eben uns eigentlich, die größte Werbung für diese Vereine ist eigentlich, sind ihre Zahlen. Und da, die brauchen sonst nichts zu machen, aber ihre Zahlen, was sie hier leisten und was wir sonst an Verschwendung hätten, die imponieren einfach. Und ich glaube, wenn wir landesweit das erfassen könnten, so wäre das ein positiver Beitrag für alle Mitbürger, sich über das Thema Nahrungsmittel eben besser nachzudenken und so weiter. Deshalb nochmal zum Schluss meine Wertschätzung oder unsere Wertschätzung für diese Organisationen. Und durch diese heutige Pressekonferenz will man ja auch auf diese Tafeln hinweisen und will ja auch eine indirekte Werbung für diese Organisationen machen. Aber umgekehrt wäre hier eine Erringung der Zahlen schon sehr, sehr wichtig, wenn wir alles andere schon an Zahlen in diesem Land haben. Das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich weiß nicht, wenn Fragen sind oder wenn jemand etwas sonst für die Kollegen sagen möchte, bitteschön. Ja, nachdem wir uns ja immer ganz gerne auch mit Ländern des deutschen Sprachraumes vergleichen und uns in vielen Dingen daran orientieren, sollte man sich vielleicht Österreich etwas genauer anschauen, wo es einen Verband der Tafeln gibt. Dieser Verband dient dazu, zu vernetzen, dient dazu, die einzelnen Tafeln in den Bundesländern zu koordinieren, sind Ansprechpartner der Politik gegenüber, der Wirtschaft gegenüber, auch auf internationaler Ebene gegenüber tritt dieser Verband auf. Und deswegen wäre es vielleicht interessant, wie du es schon gesagt hast, dass man hier schon über eine Dachorganisation nachdenkt. Und dann vielleicht, in Deutschland kennt man das ja schon ganz lange, auch irgendwo immer wieder sich genau ansieht, beispielsweise auch, wer die Konsumenten sind. Wer sind die Bürger, die zu Tafeln hingehen? Was ist ihre Geschichte? Um Armut auch irgendwo
genauer zu analysieren, genauer zu erforschen, genauer zu begreifen auch. Denn ich denke, dass dieses Thema schon, wenn wir es thematisieren, auch genau wissen müssen, wer steckt eigentlich dahinter, wer sind die Menschen, die hingehen. Denn mich beeindruckt immer ganz besonders, wenn man Reportagen sieht im Fernsehen und bei diesen Tafeln Kinder sieht. Also da läuft mir wirklich ein kalter Schauer über den Rücken, weil einem das schon nahe geht, wenn man sieht, dass in Deutschland die Wirtschaftsnation Nummer eins, dass dort teilweise Kinder in der Schlange, in der Warteschlange anstehen, um sich an einer Tafel mit Lebensmitteln zu bedienen. Also ich denke, dass es hier ganz wichtig ist, dass man schon immer wieder die Freiwilligen, die sich einsetzen, schon hervorhebt, dass man die auch schult, dass man die begleitet, unterstützt und fördert, aber auf der anderen Seite die Konsumenten nicht vergisst. Die muss man auch ein bisschen genauer analysieren, wer sind die Leute, die da hingehen und wie kann man vielleicht auch wirklich mit ganz speziellen Projekten und Maßnahmen gegensteuern, dass gerade Kinder und junge Leute vielleicht den Weg nicht dorthin machen müssen. Gibt es Möglichkeiten, um Kinder aus dieser Armut zu befreien oder gibt es Maßnahmen? Ich denke, dass hier die ganze Gesellschaft gefordert ist, darüber nachzudenken und sich Gedanken zu machen. Ja, die Zahlen würden ja vielleicht vor allem auch uns Politiker ein bisschen einen Spiegel vorhalten, wie es eben ausschaut in der Gesellschaft. Es gibt in Italien schon eine Dachorganisation, das möchte ich schon unterstreichen, den sogenannten Banco Alimentare, wo auch Organisationen unseres Landes dabei sind. Aber sonst, wenn ich mir eben das Verhältnis anschaue, wie wir alles wissen von anderen Organisationen und wie hier das Land nichts weiß, ist das einfach ein Zweig, der sicherlich in den letzten Jahren neu gekommen ist in unserem Land. Das ist ein Zweig, dem wir einfach sicherlich mehr Wertschätzung geben sollten. Und die Menschen, die die Tafeln in Anspruch nehmen möchten, sollen auch hingehen. Sie sollen sich auch nicht schämen, hinzugehen. Auch das sollte man heute sagen. Es gibt diese Organisationen. Es gibt viele Geschäfte, die spenden und mittun. Deshalb auch die Bürger, sie sollen sich trauen. Ich weiß, dass viele oft sich nicht getrauen, zu zeigen, ich kann mir das und das nicht leisten. Aber das sollen sie nicht. Sie sollen hingehen. Sie sollen diese Ehrenamtlichkeit dieser Mitbürger in Anspruch nehmen, weil die machen das auch gerne und sehr, sehr gut und mit großer Überzeugung. Es ist keine Schande, wenn man sich Hilfe holt für auch eine gewisse Zeit. Deshalb auch das sollte heute diese Pressekonferenz in den Vordergrund stellen. Also Werbung für diese Organisationen, Werbung, dass wir über Speisen mehr nachdenken sollen, sorgfältig umgehen sollen und Werbung auch für jene Leute, die diese Hilfe brauchen, dass sie sich getrauen, wirklich hinzugehen. Das ist keine Schande. Wenn es noch Fragen gibt, oder bitte. Ja, vielfach kriegen sie von den Geschäften. Ja, vielfach gibt es auch Private, die Spenden machen und sagen, geht's dann einkaufen und so weiter. Ja, so funktioniert das eigentlich. Ja. Also durch, wenn eine Tafel existiert. Oder Private, die Geld spenden und sagen, kauft es ein. Das gibt's auch. An Geldbetrag. Gibt es auch zum Beispiel und sagen, geht's einkaufen. Aber vielfach natürlich, wenn eine Organisation hier ist, deshalb zum Beispiel wäre es ja auch zu wissen, gibt es flächendeckend in allen Tälern Organisationen? Ich weiß jetzt nicht, gibt es was im Unterland? Ich weiß es nicht. Gibt es was im Wipptal? Gibt es was in Leifers ist, was mit Marco Emendar in Aurum ist, vor 2 Jahren? Ja, also es gibt halt keinen Überblick, aber wenn es einmal eine Organisation gibt, dann natürlich gehen auch die zu den Geschäften. Die Geschäften bekommen Vertrauen und sehen, aha, da kümmert sich jemand, dann gibt es einen tollen Kreislauf, nicht? Aber mich stört ein bisschen, aber das ist nicht unbedingt ein Vorwurf, muss ich sagen, weil das ist einfach ein neueres Phänomen. Aber so wie wir alle anderen Verbände wirklich durchorganisiert oder nachgefragt haben, wie viele Mitglieder, was macht ihr und hin und her, das ist auch in Ordnung, so wissen wir über diesen Bereich eigentlich noch zu wenig. Und ich glaube,
wir sollten dieses Phänomen stärker mit Zahlen füttern, damit wir einfach einen Überblick bekommen. Das finde ich einfach wichtig, weil uns die Zahlen am meisten einfach zu Herzen gehen, wenn ich es so sagen darf. Ne? Bin ja, ich überzeugt. Wo ist denn, wem gibst du da was? Ja, da müsste man jetzt auch wieder nachfragen, aber wenn Sie bei dieser Leo-Organisation schauen, so können Bedürftige hingehen, da werden sie dann, wenn ich so sagen darf, durchgecheckt und bekommen sie die Bewilligung für ein Jahr, habe ich gelesen. Nicht? Sie bekommen dann einen Ausweis oder eine Bewilligung für ein Jahr, das heißt einmal ein Jahr Überbrückung und vielleicht ändert sich dann die Situation des Betroffenen, dass er es nicht mehr braucht. Und wenn er es trotzdem noch braucht, dann bekommt er es wieder. Aber wie gesagt, hier gibt es Handhabungen, verschiedene Handhabungen. Aber es gibt hier schon Überblicke, aber wir von Seiten der offiziellen Seite weiß man es nicht. Ist das selber, ich würde sagen, ein gesetzlicher Kauzmann, aber wenn man jetzt da hingeht, dann sagt man vielleicht so, wir zahlen mal deine Steuererklärung, irgendwie muss ich überprüfen, dann wird es da... Das weiß ich nicht genau, wie das gehandhabt wird. Das habe ich jetzt nicht. Zum Beispiel nennen Sie die Ewe-Rechner, heute die Ewe-Klärung. So ist halt damals unerklärt worden, wenn Sie das einführen. Ich kann mir dann auch vorstellen, also das weiß man aus dem Alltag, wenn man selber einkaufen geht. Es gibt dann auch oft Eigeninitiativen, Privatinitiativen, die vor dem Geschäft ansprechen und sagen, wer ist bereit mit einem kleinen Einkauf, entweder Nudel oder also Lebensmittel, die länger haltbar sein, dass man vielleicht einen Sackel separat dann dieser Organisation oder diesen Leuten, die ehrenamtlich tätig sein, gibt. Oder eben erfassen, wie viel so Initiativen, ist schon interessant, ja, einmal zu wissen, vielleicht flächendeckend in Südtirol, weil das dann auch viel aussagt über die Bedürftigkeit da. Zum Beispiel eine Meranerin, ich kenne eine Meranerin, eine wohlhabende Meranerin, die hat jedes Jahr zu Weihnachten einen riesigen Geschenkskorb an Lebensmitteln einer Rentnerin gegeben. Und diese Rentnerin ist das letzte Jahr verstorben. Dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht ein Vollwas, dem sie diesen Korb geben kann. Nicht? Dann habe ich gesagt, ich weiß kein Fall. Nicht? Wenn ich gedacht hätte an die Lebensmitteltafel, dann hätte ich gesagt, wende dich an eine Lebensmitteltafel, dann wirst du dort sicherlich eine Adresse bekommen, wo du das hinbringen kannst. Nicht? Jetzt hat sie das heuer nicht gekannt machen. Nicht? Also indirekt wäre, was heißt das? Bürger, die geben möchten, auch Speisen, durch das, dass man nichts zu wenig weiß, weil sie sehr ordentlich, aber schon fast ein bisschen stillschweigend arbeiten. Wenn sie das gewusst hätte oder wenn ich das dazu mal gedacht hätte, hätte ich sie dorthin verweisen können. Nicht? Aber das ist noch nicht so richtig drinnen. Ja, in Derland gibt es keine Lebensmitteltafel. Bei mir ist das nicht so richtig angekommen, nicht? Wenn ich es mal so sagen darf. Nicht? In Schlanders, stellen wir vor, ist das kein Problem, weil dort gibt es die Schlanderser Tafel. Nicht? Aber ich will nur sagen, dieses Netzwerk wäre interessant, den Leuten zu vermitteln, weil dann sagt einer, das gebe ich jetzt, da kann ich jetzt das hingehen, nicht? Da kann ich das hingeben. Nicht? Das wäre der Sinn eigentlich, diese Öffentlichkeitsarbeit, was wir auch machen möchten. Nicht eine Verbürokratisierung oder Kontrolle, sondern eine Werbung. Aber vor allem die Zahlen, das wäre schon eine tolle Sache. Das würde uns am meisten bewegen, bin ich überzeugt. In der Heimgesing, der Dolomiten, war ja heute ein Bericht drin von der Asberg. Ich meine, war ja gestern dieser Tag der Lebensmittel und so weiter. Das sind ja alles Informationen, die Werbungen, die wichtig sind, wenn die Medien eben mitspielen. Aber hier könnte meines Erachtens das Astat, sollte hier verstärkt hineingehen, um ein bisschen zu liefern und so Werbung zu machen. Und auch Dank für diese Organisationen. Okay. Gut. So, dann danke fürs Kommen und wünsche eine gute, unsinnige Woche. Herzlichen Dank. Oder Panzele, sagen wir in Terra.